Alexander Skriabin hatte als Musiker, Komponist und Pianist bereits großes Aufsehen erregt, als er im Frühjahr 1895 zum ersten Mal Dresden besuchte. Der russische Musiker fühlte sich ganz besonders von der Bastei inspiriert. In einem Brief an einen Freund heißt es: Ich schreibe Ihnen diese Zeilen nach einer Fahrt auf die Bastei, die auf mich solch einen sympathischen Eindruck gemacht hat, dass ich heute wieder dorthin möchte. Der gestrige Ausflug wurde durch die Gesellschaft eines überaus langweiligen Herrn verdüstert. Deshalb will ich mich heute entschädigen und allein mit meiner Arbeit dorthin fahren. An eine Freundin schreibt er später: Ich kenne nun jeden Stein hier. Ich nahm meine Arbeit mit, wie ich mir vorgenommen hatte, und machte Unmengen von musikalischen Skizzen, die ein ganzes Notenheft und 6 Blätter füllten. So entstand das kraftvolle Prälude op. Auf der zweiten Reise im Jahre 1911 besuchte Skriabin den deutschen Maler und Grafiker Robert Sterl. Sie hatten sich auf einer Wolga-Schiffsreise kennengelernt. Der berühmte russische Dirigent Sergei Kusewitzki hatte für sein Orchester ein Dampfschiff gemietet. Alexander Skriabin war als Pianist verpflichtet. Robert Sterl malte und zeichnete auf den Reisen durch Russland zahlreiche Bilder von der Wolga. Skriabin war von dem Porträt, das Sterl von ihm gezeichnet hatte, begeistert. Er schreibt an seinen Freund Sergei Rachmaninow: Was für ein Porträt Sterl gemacht hat. Ich weiß, dass du restlos zufrieden sein wirst. Er hat so viel hineingelegt. Das Ergebnis ist ein gewisses Idealwesen mit weichem Gesichtsoval und sehr vielsagendem Augenausdruck. So möchte ich gern sein. Der bereits als Komponist, Dirigent und Pianist berühmte Rachmaninow kannte ebenfalls Sterl und verbrachte von 1906 bis 1909 3 Winter in Dresden. Hier erhoffte er sich Muse für sein Schaffen und wurde nicht enttäuscht. Hier entstanden unter anderem seine 2. Sinfonie, die als die bedeutendste seines symphonischen Schaffens angesehen wird, die 1. Klaviersonate nach Motiven von Goethes Faust und das symphonische Poem Die Toteninsel, Opus 29. Einige seiner früheren Werke überarbeitete er in Dresden. Rachmaninow genoss das zurückgezogene Leben, doch engagierte er sich in der Gemeinde der russisch-orthodoxen Kirche. In einem Kirchenbuch findet sich ein Eintrag, in dem sich die Kirchgemeinde für die finanzielle Hilfe Rachmaninows bedankt. Er hatte Kohlen für die Heizung gespendet. In seinen Briefen schreibt er: Die Stadt gefällt mir sehr und ich fühle mich ganz wie zu Hause. Sie ist sehr sauber, sympathisch, durchsetzt mit viel Grün und schönen Gärten. Es gibt herrliche Geschäfte, deren Vitrinen ungewöhnlich geschmackvoll und einfallsreich gestaltet sind. Nur widerwillig und mit größtem Bedauern verließ Rachmaninow 1909 Dresden und kehrte nach Moskau zurück. Er schreibt an einen Freund: Wie schön es hier in Dresden ist. Wenn Sie wüssten, wie betrübt ich bin, dass ich den letzten Winter hier lebe. Was Dresden betrifft, habe ich einen Kontrakt, aber dieses Mal nicht mit einem Agenten, sondern mit meiner Frau. Ich habe ihr versprochen, nicht länger als 3 Jahre im Ausland zu bleiben, und diese Frist ist nun vorüber. Doch der Musiker und seine Familie blieben Dresden treu. Seine älteste Tochter Irina heiratete hier 1924 in der russisch-orthodoxen Kirche den Fürsten Peter Walkonski. Rachmaninows Schwiegereltern emigrierten aus Sowjetrussland und übersiedelten 1921 nach Dresden.
Sie lebten in der Goetheallee in einer Villa, die leider nicht erhalten geblieben ist. Rachmaninow selbst unterzog sich in Dresden verschiedenen Kurbehandlungen und beendete hier 1927 die Arbeit an seinem vierten Klavierkonzert.